drei Jahre in Polen und fast 50 Jahre. Sie erinnern sich ja bestimmt noch an die Zeit, in der Polen und Ostdeutschland. Keine Geschichte erzählen. Es geht zum Punkt, dass kennen Sie etwas anderes. Wieso in dieser Form? Kennen Sie. Aber Sie wollen nicht. Sie wollen nur im Mittelpunkt sein. Das ist meine Meinung. Ja. Wollen Sie meine hören? Ja. Gut. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als die DDR zerfallen ist und auch die Ost-West-Blocke zerfallen wird? Wissen Sie noch, was davor passiert ist? Da sind ganz, ganz viele Menschen auf die Straße gegangen, was sie nicht durften, und haben auf der Straße friedlich protestiert. Das durften sie nicht und haben das trotzdem gemacht. Und das waren so viele, dass die DDR zerfallen ist und damit auch ganz, ganz viele Städte, ganz, ganz viele Systeme, die da dran hingen oder quasi, da, das müsst ihr rausnehmen, die ganzen Systeme, die da mit zusammenhingen. Und was wir jetzt machen, ist das Gleiche. Wir laufen hier friedlich auf der Straße entlang und wollen, dass unsere gemeinsame, also genauso ihre Lebensgrundlagen wie auch meine geschützt werden in der Zukunft, weil sie werden genauso wie ich leiden unter der Zukunft, wenn die Ernten ausfallen und wenn das Wasser knapp wird, und deswegen machen wir das für sie und für mich und für alle anderen. Hier spricht noch einmal die Polizei. Wiederholung der letztgemachten Durchsage.